Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, einen schönen guten Morgen, ein herzliches Willkommen heute bei unserem Webinar Digitalisierungsforderungen für Sie, für euer Unternehmen. Mein Name ist Christoph Schumacher, ich bin der Spartenobmann und ich freue mich heute unheimlich, das größte Webinar zu eröffnen, das wir jemals hatten. 275 Kolleginnen und Kollegen, 275 Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich dazu angemeldet. Es ist wirklich beeindruckend, wahrscheinlich auch deswegen, weil ja Digitalisierung nicht nur aufgrund der Pandemie, der ausklingenden Pandemie, jetzt ein Megathema ist. Mit Digitalisierung werden alle Geschäftsmodelle der Zukunft bestritten werden. Das heißt, wir alle müssen uns in dem Bereich gut aufstellen und dann ist es umso wichtiger, dass man weiß, wie man dabei gefördert wird. Wir von der Wirtschaftskammer Oberösterreich haben ja ein umfangreiches Programm aufgestellt. Ich sage nur, gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium KMU Digital 3.0 oder Digital Starter, Erfolg Plus, all diese Dinge sind wirklich, glaube ich, große Förderungspakete, nämlich eben auch, nennen wir es mal so, Digitalisierungsturbos, nämlich auch für euch selber in der Beratung, für eure Kundinnen und Kunden, damit man ordentlich sozusagen wieder in den Restart kommen kann. Und damit wir oder damit ihr da sozusagen in allen Bereichen gut aufgestellt seid, haben wir heute zwei Top-Experten dabei, den Hans Baldinger von uns und von der Wirtschaftskammer Oberösterreich, der Digitalisierungsspezialist und Digitalisierungsberater ist, und den Markus Roth, meinen Obmann-Stellvertreter in der Sparte EC und gleichzeitig sehr erfolgreicher bis nach Übersee agierender IT-Experte. Und es freut mich sehr, dass ihr beide heute diese kompakte Stunde machen werdet. Lieber Markus, lieber Hans, ich würde sagen, normal sagt man immer, the stage is yours. Jetzt muss ich sagen, the camera is yours. Bitte liefert ordentlichen Input für alle unsere 275 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ich wünsche euch allen jetzt noch richtig viel Spaß dabei. Vielen Dank, Christoph, für deine Einleitung, für deine Begrüßung. Ja, Digi-Förderungen ist ein wichtiges Thema. Markus Roth und ich werden da in der Doppelkonferenz dieses Thema heute Digitalisierungsförderungen behandeln. Markus von der Praxis, er hat, wie eben Christoph gesagt hat, Projekte in dem Bereich ja viele gehabt. Ich aus meiner Erfahrung von den Beratungen, ich habe sehr, sehr viele Beratungen, Anfragen, sowohl von den Mitgliedern, euren Kunden, als auch eben von Kollegen von euch. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Das ist mein Grundsatz. In Klammer steht, und wenn es sich rechnet. Und genau das ist, glaube ich, das, warum es Förderungen gibt, weil es einerseits diesen Anstoß zu diesen Förderungen, zu diesen Digitalisierungsmaßnahmen geben soll und das ist der Wirtschaftskammer Oberösterreich und gemeinsam dem Land ganz, ganz wichtig. Wir wollen mit diesen Förderungen die Wettbewerbsfähigkeit eben erhalten oder stärken. Vorab, meine Damen und Herren, eine Info. Die Präsentation, so auch als den Webinar-Mitschnitt, bekommen Sie im Nachgang zugesendet. Das heißt, jeder kriegt es über E-Mail. Und es ist zusätzlich noch bei der IC-Mediathek downloadbar. Ja, vorab noch ein anderer Aufruf an Sie. GoToWebinar bietet ja die Möglichkeit, dass Sie Chatfragen stellen. Die ersten paar Fragen haben wir schon herinnen. Bitte nützen Sie ja die Möglichkeit, Markus und ich haben vereinbart, dass wir während des Vortrages immer wieder draufschauen und ad hoc die Fragen beantworten, nämlich dann, wenn es relevant sind und nicht nur zum Schluss. Ja, für alle, die das Tool das erste Mal sehen, wenn das Chatfenster noch nicht offen ist, rechts oben der orange Pfeil, dann geht es auf und dann kann man diese Chatfragen stellen. Bevor Sie uns jetzt mit Fragen bombardieren, werden wir ein paar Fragen stellen. Wir möchten ein bisschen mehr über Sie wissen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wer da ist und haben dazu drei Fragen vorbereitet. Bitte möglichst rasch beantworten. Darf ich um die Fragen bitten? Die erste Frage geht es darum, warum nehmen Sie am Webinar teil? Sie möchten für das eigene Unternehmen beantragen. Haben Kunden, die Sie bei Förderungen beraten oder unterstützen möchten oder sowohl als auch. Bitte einfach hier ganz rasch zu unterscheiden. Warum wollen wir das wissen, Markus? Also
es geht natürlich jetzt da vor allem auch darum herauszufinden, sind Sie jetzt selbst vielleicht jemand, der Projekte durchführt? Sind Sie selbst jemand, der Projekte, der jetzt sagt, Sie nehmen die Förderung in Anspruch, weil Sie selbst da schon eine Idee für irgendwas haben? Oder sagen Sie, Sie wollen nur einen Kunden unterstützen? Weil da ist natürlich oft einmal der Fokus anderer. Vielleicht sind Sie schon selber Experte, Expertin und wollen sich nur weiterbilden in dem Bereich, dass wir das ein bisschen herausfinden, weil dann können wir natürlich im Webinar mehr auch auf diese Kategorien eingehen. Wir haben schon ein Ergebnis und es ist auch schon eingeblendet. Ganz, ganz viele sowohl als auch. Das heißt, viele verwenden, also nehmen Selbstförderungen in Anspruch, aber natürlich bei Beratern selbstverständlich dann entsprechend die Kunden beraten dazu. Eine zweite Frage, die wir in dem Bereich haben, nämlich wir werden heute einen Schwerpunkt zur Digital Starter 21 zum oberösterreichischen Programm haben und da möchten wir ein bisschen wissen, wie viel Erfahrung Sie haben als Berater. Da geht es jetzt eher um die, die sagen, sie haben für Kunden Projekte eingereicht oder ihnen geholfen. Also die erste Antwortmöglichkeit, meine Kunden haben bereits Anträge oder einen Antrag gestellt. Ich habe Kunden, die demnächst einreichen möchten. Oder das ist jetzt eher für die, die sagen, es geht um meinen eigenen Antrag, will mich für das Webinar allgemein informieren. Auch da wieder bitte, es ist für uns ein wenig ein Unterschied, ob wir sagen, es geht eher um Erfahrene, dann können wir vielleicht das eine oder andere schneller drüber fahren, oder ob da noch viele grundsätzliche Fragen sind zu dem Programm Digital Starter, was ja ein Schwerpunktsprogramm ist. Wie schaut es aus? Wir können sehen ein Ergebnis. 73% sagen, sie wollen sich allgemein einmal informieren, 30% haben bereits eingereicht werden einreichen und 12% haben bereits eingereicht. Das heißt, doch ein großer Informationsbedarf, große Herausforderung für uns, glaube ich. Und witzigerweise sind wir über 100%. Ne? Also, wenn man es zusammenzählt. Der Techniker natürlich sofort zusammenzählt. Was spannend ist. Ja. Und dann haben wir noch eine dritte Frage. Das ist uns auch vielleicht ganz wichtig. Wir möchten gerne wissen, welchen Branchen Sie angehören. Sie kommen entweder aus der Unternehmensberatung, IT-Dienstleistung, Werbung, Marktkommunikation, Ingenieurbüros oder sonstige Dienstleistungsbranche. Da muss ich jetzt ergänzen, warum haben wir nicht alle Branchen aufgezählt? GoToWebinar hat nur die Möglichkeit, 5 Antwortmöglichkeiten freizuschalten. Und die Branchen natürlich, Unternehmensberater, IT-Dienstleister, Werbeagenturen sind dort die klassischen Branchen, die in der Beratung bei den Kunden eben diese Förderprogramme nutzen. Ja, auch da haben wir ein Ergebnis, sehr ausgewogenes Ergebnis. 23% Unternehmensberatung, 21% IT-Dienstleister, 30% Werbung und Marktkommunikation, Ingenieurbüros. Vielleicht möchtest du da Ingenieurbüros, warum haben wir die bewusst auch genannt? Ja, weil es natürlich da auch sehr oft ist, dass gerade für einen Kunden ein Projekt eingereicht werden kann, weil man jetzt sagt, da habe ich jetzt eine starke Digitalisierungskomponente jetzt auch in dem drinnen, vielleicht auch in einem größeren Projekt. Und da macht es oft Sinn, auch als Berater entsprechend bei dem Kunden tätig zu sein und trotzdem aber jetzt bei der Digitalisierungsberatung oder bei der Digitalisierung mitzuhelfen, entsprechend die Fördergelder zu holen, weil wir ja wissen, insgesamt ist ja doch einiges zu holen und es wäre einfach auch schade, wenn man das Geld auch bei größeren Projekten vielleicht liegen lässt. Ja, ja, ich gehe gleich ein bisschen auf die Fragen ein, weil manche Fragen sind tatsächlich zu früh, wie es so steht. Wir werden versuchen, viele dieser Fragen zu beantworten im Vorfeld. Eines garantiere ich, am Ende vom Digital Starter werden wir mal die Möglichkeit haben, wirklich die Fragen nochmal durchzuschauen, ob wir alles beantwortet haben. Ja, ich darf das Programm ganz kurz vorstellen. Digitalisierungsförderungen in Oberösterreich. Österreich ist ja sehr umfangreich. Wir haben es ein bisschen geclustert. Einerseits einmal die oberösterreichischen Programme Erfolg Plus und Digital Starter 21. Nicht zu vergessen auch die österreichweiten Programme von der AWS Digitalisierung des KMU E-Commerce und KMU Digital. Beide relativ kurz wieder offen. Noch kürzer offen und auch das bitte nicht vergessen für Ihre Kunden, der Digital Marketing Check, bekannt unter dem Digitalisierungscheck der letzten Jahre vom Go International. Auch der ist wieder beantragbar und sehr attraktiv, wenn man ins Ausland gehen möchte.
ein Programm von der FFG, das, glaube ich, auch für ihre Kunden wichtig ist, nämlich die Mitarbeiter entsprechende Digitalkompetenz zu erhöhen, gibt es eben die Möglichkeit, pro Mitarbeiter 1.000 Euro bis zu 10 Mitarbeiter, also sprich 10.000 Euro, bei der Kompetenzerweiterung zu schulen. Ich habe es noch sicherheitshalber aufgeführt, AWS Investitionsprämie, es ist jetzt durch die Medien gegangen, von 3 auf 5 Milliarden die Erhöhung. Das trifft primär die, die im Februar eingereicht haben, die praktisch noch keine Zusage haben. Mit denen will man einmal diese 2 Milliarden plus abwickeln. Es kann sein, wenn da Geld übrig bleibt, so die AWS, dass nochmal das Programm aufgemacht wird. Forschungsprämie habe ich auch noch hergeschrieben, weil es halt für größere Projekte durchaus interessant sein kann bei den Unternehmen. Ist aber sicherlich nicht ein Schwerpunkt von diesen KMU-Förderungen, die wir jetzt durchmachen. Genau, aber wir können auf das ja alles im Nachhinein noch eingehen und auch im Detail. Vielleicht kommen ja auch andere Förderungen, die wir kurz nochmal ansprechen werden. Aber wir fokussieren uns jetzt einmal auf die. Aber wie gesagt, feel free to ask anything. So, wir sind ja wirklich ganz, ganz flexibel bei allem, wenn wir es beantworten können. Ansonsten können wir es auch nachliefern. Also sollte Ihre Frage jetzt nicht beantwortet werden, gibt es auch die Möglichkeit im Nachgang, die Antworten noch zu bekommen. Es geht nichts verloren. Das ist der Vorteil an der Digitalisierung. Was Sie uns geschrieben haben, bleibt da. So ist es. Aber wir geben es nicht nach außen. Genau. Ja, Erfolg Plus, das Programm der Wirtschaftskammer Oberösterreich, also jetzt im zweiten Jahr. Es geht darum, mehr Erfolg zu haben. Es ist ein sehr offenes Programm. Nicht nur für Digitalisierung, sondern generell für diese drei Fragen. Ich möchte mit einem Unternehmen die Erträge steigern, effizienter sein, Arbeitsläufe, Klammer digital verbessern. Ich möchte mehr Umsatz machen, was sehr viel mit Marketing natürlich zu tun hat, neue Kunden gewinnen. Wir haben auch wieder in einer Welt, wo sehr viel digital ist. Aus der Erfahrung wissen wir bei den Anträgen vom letzten Jahr, dass fast immer digitales Marketing gemacht wird. Oder eben neue Entwicklungen, neue Dienstleistungen, neue Produkte entwickeln. Die Förderung ist also ein bisschen eine Einstiegsförderung, wo man sagt, man macht einerseits eine Analyse vom Unternehmen, wo stehen sie, und in die Richtung, was ist ein Grobkonzept. Mit 750 Euro, das sind 50% Beratungshonorar, ist natürlich kein umfassendes Konzept zu machen, aber es ist ganz gut, einmal so einen Einstieg zu machen. Und der Vorteil ist, es ist mit anderen Förderungen kombinierbar. Speziell in Oberösterreich merkt man das, dass viele, die mit Erfolg Plus beginnen, dann auch einen Digital Starter im Anschluss zur Umsetzung verwenden oder zu genauen Projekt. Also vergessen Sie das nicht, in der Erstphase zur Analyse ist der Erfolg Plus sicherlich ein sehr einfaches Tool. Es ist vor allem extrem niederschwellig einzureichen. Es geht alles online. In ein paar Klicks habe ich die ganze Förderung eingereicht. Ich muss nicht große Texte dafür schreiben. Ich brauche kein extremes Fachwissen zum Einreichen der Förderung. Und sie hat trotzdem den Riesenvorteil, dass sie vielleicht auch das zur Neukundengewinnung nutzen können und einfach sagen, ja, bei den ersten Schritten, diese ersten Leistungen, dieses erste Projekt von 1.500 Euro, bekommen wir durch die Hälfte sogar noch gefördert. Und das ist oft einmal ein guter Einstieg, um im Nachhinein ein großes Projekt zu machen. Alle Förderungen, das vielleicht vorweg, muss der Kunde einreichen. Das heißt, es gibt persönliche Einstieg, wie es der Markus schon gesagt hat, über das E-Service der Wirtschaftskammer. Und das werden wir nachher noch ein bisschen darstellen. Da ist wirklich der Kunden-Login das Entscheidende. Ja, wir sind beim Digital Starter 21. Ich habe ja gesagt, das wird der Schwerpunkt der heutigen Stunde sein, weil es halt das oberösterreichische Programm ist, das, glaube ich, auch sehr, sehr gut ist im Vergleich. Also die anderen Bundesländer beneiden uns da wirklich immer. Digital Starter 21 ist ein zweistufiges Programm. Es gibt einerseits das Digi-Projekt, das ist die Basisförderung mit drei Themenbereiche, digitale Geschäftsprozesse, digitale Markterschließung und intelligentes Datenmanagement. Projektkosten mindestens 5.000 Euro, darunter wird hier nicht gefördert bei dem Programm. Eine Frage, die ich da vielleicht gleich vorweg nehme, die immer kommt, ja, welches Schwerpunktthema muss ich denn ankreuzeln? Weil so sauber getrennt sind ja die Themen in Wirklichkeit nicht. Ich nehme jetzt das Beispiel digitale Markterschließung, wird ja hoffentlich auch in dem sein, dass ich die ganzen Prozesse digitalisiere, die dahinter sind. Oder intelligentes Datenmanagement für sich alleine wird hoffentlich kein Unternehmen machen, sondern er will entweder Geschäftsprozesse optimieren oder die Kundenakquise, Leads generieren oder was auch immer. Mein Tipp in der Beratung ist immer, machen Sie dort das Kreuzerl, warum Sie überhaupt ein Projekt starten.
weil ich was effizienter gestalten will, Prozesse, mache ich vielleicht Datenmanagement mit. Das ist ziemlich egal, machen Sie es dort, wo die Motivation herauskommt. 40% der Fördersatz, die Projekt geht eben bis zu 10.000 Euro mit den 40%. Und dann gibt es darüber hinaus den Digi-Bonus für zwei Schwerpunktthemen. Vielleicht vorweg, die Schwerpunktthemen für kleine Projekte, also zwischen 5.000 und 10.000, kann man natürlich auch im Digi-Projekt machen. Also man muss nicht über 10.000 Euro sein, damit man den Bonus einreicht. Der Bonus brauche ich ja dann gar nicht machen, sondern ich mache das in einem Antrag. Für Projekte, und das ist wirklich dieser klassische Hinweis, sehr pragmatisch bin ich da, wenn es über 10.000 Euro ist, Projektkosten, dann macht es halt Sinn, einen Digi-Bonus dazu tun. Wir werden nachher noch sehen, Cybersecurity und Nachhaltigkeit ist eigentlich bei jedem Digitalisierungsprozess ein Thema. Sollen wir vielleicht einmal ein, zwei Fragen einstellen? Gerne. Ich fange mal mit der untersten an. Welche Voraussetzungen muss ein Berater haben? Die Berater, da werden wir auch, da kann ich vielleicht gleich auf die nächste Seite kommen, da haben wir, nein, haben wir es noch nicht, aber gehen nochmal zurück. Was muss der Berater haben? Wir sind da sehr offen, also wir haben hier nicht eine Zertifizierung, wie wir es zum Beispiel beim KMU Digital kennen, sondern wir sagen, es muss eine aktive Mitgliedschaft des Beraters da sein, entweder Unternehmensberater, IT-Dienstleister oder eben Werbeagenturen. Genau diese drei Punkte, die wir da jetzt als Themenschwerpunkt haben, dort muss die Gewerbeberechtigung vorliegen. Es gibt dann noch, da werden wir noch dazukommen, ein paar Zusatzdinge, aber prinzipiell geht es nur um das, eine aufrechte Gewerbeberechtigung aus diesen drei Bereichen zu haben. Und vielleicht, dass wir noch ganz kurz zurückgehen, weil beim für Erfolg Plus natürlich die gleiche Frage nochmal. Gleiche Voraussetzung wie bei Digital Starter. Also in Oberösterreich sind wir da sehr, sehr offen und sagen, die klassischen Berater dürfen sind quasi förderfähig. Das beantwortet dann teilweise die Frage, wie kann ich mich als Berater registrieren, weil dementsprechend müssen Sie sich für diese Förderungen jetzt nicht explizit registrieren. Wir werden, und das komme ja dann nur drauf im Anmeldeprozess, wir überprüfen das sehr automatisiert. Vielleicht ein bisschen die Eckpunkte, du schaust ein bisschen, was an wichtigen Fragen kommt, bitte Markus. Bei dem Digi-Projekt, beim Digital Starter wird sowohl die Konzeptionierung, auch eine reine Konzeptionierung, bis zu 25.000 Euro, wenn es die Boni betrifft, und oder die Realisierung gefördert. Seit 15. März offen, bis 1. Dezember beantragbar. Neuheit, und das ist glaube ich auch die Besonderheit, wo ich viele Anfragen habe, mit Einreichen 2 Monate zurück sind Aktivitäten, Rechnungen förderfähig. Das heißt, wir haben diese Schizophrenie, die wir früher gehabt haben. Einerseits muss ich schon einreichen, wissen, was ich mache, aber gleichzeitig darf ich ja noch gar mit niemandem gesprochen haben, weil ich jetzt erst das Projekt starte, haben wir gelöst, indem wir gesagt haben, 2 Monate Vorlaufzeit machen wir in Oberösterreich. 5.000 Euro habe ich schon gesagt. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wir fördern nicht reine Investitionen, sondern es muss immer Beratungs- oder IT-Dienstleistung, individuelle Leistung dabei sein. Und zwar mit 1/3 der Gesamtkosten. Wir haben die Frage bei Erfolg Plus noch gehabt, müssen Berater und beratende Firma aus Oberösterreich sein? Nein, genau genommen unterliegen wir da dem EU-Recht. Das heißt, es ist österreichische, es ist EU-Beratung. Wobei innerhalb Österreich tun wir uns ganz leicht, wenn wir auf eine zentrale Datenbank zugreifen. Das heißt, wir überprüfen automatisiert, ob die entsprechende Berechtigung vorliegt, Gewerbeberechtigung. Wenn jetzt ein Berater aus dem Ausland sein würde, dann muss er die entsprechende Gewerbeberechtigung hochladen. Da kommt er für den. Und jetzt noch für die Firmen auch? Also die Firmen quasi, die die Förderung beantragen? Nur oberösterreichische Firmen mit Niederlassung in Oberösterreich. Das heißt, eine Zweigniederlassung in Oberösterreich, wenn ausschließlich für diesen Standort, dann ist das möglich. Ein Webshop für, ich sage jetzt da, einen Filialbetrieb, wo die Zentrale in Wien steht, ist nicht möglich. Dann vielleicht noch ganz kurz, wir haben eine Frage am Anfang bekommen, wo liegen die Knackpunkte beim Einreichen der Förderung? Ich glaube, beim Erfolg Plus ist es relativ schnell beantwortet. Es muss einer der drei Themenschwerpunkte, also Erträge steigern, Kunden gewinnen oder neue Produkte, Dienstleistungen, das ist sehr, sehr einfach. Aber auch, und das ist, glaube ich, die Neuheit, wir wollen auch beim Digital Starter, es geht um Digitalisierungsmaßnahmen und das Unternehmen soll entscheiden,
wie sie die Wettbewerbsfähigkeit steigert. Viele werden da ein bisschen diese Knackpunkte vom Upgrade, also von dem 20er Jahr im Hintergrund haben, wo wir zum Beispiel Webshops nur dann gefördert haben, wenn auch die Abrechnung stattgefunden hat, digital. Da sind wir jetzt sehr, sehr offen. Also wir sind wirklich sehr, sehr offen, weil wir sagen, der Unternehmer muss wissen, welche Digitalisierungsmaßnahme nützt ihn am besten. Die Knackpunkte sind die formalen Knackpunkte, die übrig bleiben, nämlich hat er eine aufrechte Berechtigung und so weiter. Das ist übrigens auch ein starker Tipp, unbedingt die Richtlinien durchlesen, bevor man einreicht, zumindest bei der Digital Starter 21, weil sehr, sehr viele Fragen beantworten sich, wenn man einfach das Dokument wirklich durchliest, das empfehle ich Ihnen auch stark. Es ist dann wirklich ganz, ganz einfach zu einzureichen, genau. Aber trotzdem ein paar Sachen sollte man halt darüber. Genau. Vielleicht an der Stelle www.digitalstarter21.at. Einerseits haben wir dort einen Selbstcheck, das heißt, die Unternehmen, ihre Kunden können da mal schauen, fallen sie rein oder aus den Formalkriterien nämlich. Und das Zweite, es gibt dort auch FAQs, die erweitert werden, wo man so die gängigsten Fragen mittlerweile beantworten. Geht noch auf ein paar Erfolg-Plus-Fragen, die jetzt noch gekommen sind. Braucht man zur Einreichung zur Erfolg-Plus das schriftliche Angebot des Lieferanten oder reicht eine Indikation? Indikation? Also im Prinzip braucht es kein Angebot. Genau, es ist dort nur eine Kurzbeschreibung, was habe ich vor, notwendig bei Erfolg-Plus. An der Folie, die, also den Slide, was ich gerade offen habe, möchte nur was explizit sagen, nämlich einerseits, wir fördern nämlich, und da sind wir ziemlich Ausnahme in Oberösterreich, auch Kampagnen. Das heißt, bis zu 4.000 Euro werden wirklich Werbekosten gezahlt, wenn ich jetzt auf Google Ads schalte oder Facebook oder Instagram, wo auch immer, sind bis zu 4.000 Euro mit die 40% förderbar. Da sind wir an einer Ausnahme. Bin ich eigentlich ganz stolz, weil ich sage, gerade im Digitalisierungsbereich muss ich auch sichtbar sein. Und es macht keinen Sinn, eine neue Homepage oder einen Webshop machen, ohne dass ich ein Werbebudget dabei habe. Was auch dabei ist, nämlich Zukauf von Kreativdienstleistungen, Film und Fotografie mit 4.000 Euro begrenzt. Aber, und vielleicht da bringe ich jetzt ein Beispiel, es ist immer dieses Drittel an Beratungs- und IT-Dienstleistungen notwendig. Wenn ich jetzt sage, ich mache eine Online-Kampagne mit 4.000 Euro Schaltkosten und dazu mache ich einen Film und Fotos mit 4.000 Euro, dann hätte ich 8.000 Euro, aber ich habe das Drittel nicht. Das heißt, ich muss mindestens nur ein Drittel individuelle Beratungsleistung dabei haben, damit ich in die Förderfähigkeit reinkomme. Bei unserem Beispiel relativ einfach, bei 12.000 Euro würden tatsächlich dann diese 4.000 Euro gezahlt von 10.000 an die Grenze. So nebenbei, wenn wir nicht alle Fragen jetzt gleich beantworten, wir werden sicher auf jede Frage eingehen, nochmal zur Wiederholung. Wir haben nur, die Fragen kommen sehr, sehr schnell herein, dementsprechend ist es oft gar nicht so einfach, da zu folgen. Ja, ja genau. Jede Art von Kampagne, also wir sind da nicht eingeschränkt, weil ich es gerade gesehen habe, was ich jetzt angesprochen habe. Das sind für Ihre Kunden die 7 Schritte. Verpflichtend hat der Selbstcheck beim Einstieg, also wirklich einmal um die Formalkriterien abzufragen. Da geht es um das, ist man ein KMU, hat man geordnete Verhältnisse. Das sind die Fragen, die uns früh eigentlich sehr häufig, wo es reinkommen sind oder wo Anträge nicht vollständig waren. Der Selbstcheck ist einmal verpflichtend. Dann kommen wir zu diesem Login. Der Login geht über einen WK-Account. Das heißt, jede E-Mail-Adresse muss der Firma genau zugeordnet sein, um den Antrag stellen zu können. Digitalstarter21.at, meine Förderungen. Dort sieht dann das Unternehmen den aktuellen Stand immer zu der Förderung. Man stellt dann online den Antrag. Werden wir dann noch dazu kommen, was man dazu braucht. Wir versuchen momentan so in spätestens 10 Tage, also eine Woche bis 10 Tage, die Förderzusage zu machen. Das halten wir ganz gut ein. Vielleicht eine Information an der Stelle. Also wir haben jetzt um die 300 Anträge genehmigt und es sind in der Einreichphase, also noch nicht bei uns, ebenfalls ungefähr ein bisschen mehr, 350. Also das Programm ist sehr, sehr gut angelaufen. Ja, dann geht es zur Projektumsetzung und am Ende, frühestens mit 1. Juni, kann man dann die Abrechnung machen. Bei der Abrechnung ist eben wichtig, diesen Abschlussbericht, was wurde tatsächlich gemacht. Dann sind alle Rechnungen und alle Einzahlungsbestätigungen hochzuladen, wird wieder geprüft und dann gibt es den Zuschuss. Das sind die 7 Schritte. Ich habe schon angekündigt, wichtig an erster Stelle der Selbstcheck, der WKO-Account ist auch ganz, ganz wichtig. Wir merken das immer wieder,
dass jemand sagt, ja, ich steige mit einer E-Mail-Adresse ein, aber ich bin als Wifi-Kunde dort registriert. Es gibt in dem Prozess automatisiert den Antrag zu stellen, dass ich dem Unternehmen zugeordnet werde und dann im Namen des Unternehmens. Wichtig einreichen, derjenige, der einreicht, ist der Kunde, nicht das beratende Unternehmen, weil die Frage jetzt auch gestellt wurde. Das heißt, der Kunde muss dementsprechend auch über das Projekt wissen, der muss sich da, der muss das entsprechend einreichen, aber Sie können es natürlich in Abstimmung mit dem oder der Kundin machen. Dann ist die Frage gekommen, Digital Starter 21 Online-Marketing 4.000 Euro bedeutet das maximal 1.600 Euro tatsächliche Förderung, 40%. Genau. Wobei das wirklich die Schaltkosten sind und nicht die Agenturkosten, Betreuungskosten, die können noch kommen dazu. Also diese 4.000er Grenze. Ja, was müssen Sie noch wissen? Sie müssen ein Projekt oder Ihre Kunden einen Projekttitel, die Projektbeschreibung, eine Kurzbeschreibung. Wir wollen dort nicht lange, also ist auch, glaube ich, auf 1000 Zeichen begrenzt. Steuernummer, Bankverbindung ist auch immer ganz, ganz was Wichtiges. Und dann ist jetzt, und das ist, haben wir schon ein bisschen angesprochen, Anmeldeprozess, sind jetzt die Namen oder der Name des Beraters, der Dienstleister aller anzuführen. Das ist noch oben offen, also man kann immer noch einen dazu tun. Und es funktioniert zum Verständnis so, man gibt den Namen ein, also ich würde jetzt Markus Roth eingeben, in der Datenbank wird jetzt gesucht, österreichweit, und dann wird eben festgestellt, okay, als IT-Dienstleister ist er ein berechtigter Dienstleister und man kriegt das grüne Hackerl, dass er genehmigt ist. Wenn Sie da jetzt einen Lebens- und Sozialberaternamen eingeben, dann kommt so quasi ein Zeichen, es tut uns leid, also der von Ihnen angegebene Dienstleister ist entspricht oder verfügt nicht über die entsprechende Berechtigung. Wir haben eine Frage dazu gekriegt, wie sieht es eigentlich mit Digitalisierungsprojekten aus, wo es einmalige Einrichtungskosten und laufende monatliche Gebühren gibt? Laufende monatliche Gebühren werden für das 2021er Jahr bezahlt. Das können Lizenzgebühren sein. Das könnten aber auch bei Kampagnen, zum Beispiel, wenn ich über das ganze Jahr eine Kampagne mache, bis zu Ende des Jahres. Also immer wenn es monatliche Zahlungen gibt, dann ist bis Ende 2021. Allerdings ist dann erst noch Bezahlung der letzten Rate, der Abrechnung möglich, logischerweise. Als allgemeine Infos, die Slides werden natürlich im Nachgang, Sie haben auch im Nachgang die Möglichkeit, die Slides zu bekommen. Das ist jetzt nicht das Problem. Wir schicken es aus. Wir schicken es aus, das wird automatisiert an die Teilnehmer, wird sowohl die Slides als auch als Anlage der Mitschnitt von diesem Webinar ausgeschickt. Das heißt, Sie können sich alles nochmal in Ruhe anhören, falls wir irgendwo zu schnell drüber gegangen sein sollten. Und wie gesagt, auch alle Fragen, die jetzt reinkommen, die wir nicht beantworten, werden im Nachgang beantwortet. Also, genau. Nochmal vielleicht eben die entsprechenden Berechtigungen werden vom System automatisiert überprüft. Egal, ob das jetzt der Unternehmensberater, IT-Dienstleister, Werbeagentur, Berufsfotografen oder dort, wo es um Investment geht, also wo ich tatsächlich was kaufe und das nicht über den Berater gekauft wird, dann wird auch geschaut, gibt es die Handelsberechtigung. Eindeutig kann ich da, keine Ahnung, Mediamarkt was kaufen und hochladen. Ja, Kostenvoranschläge, Angebote, Pflichtenheft, Projektbeschreibungen sind nicht Pflicht. Aber natürlich tun wir uns bei der Bewertung etwas leichter, weil man Projekte schneller versteht. Also laden Sie uns alles hoch, was Sie oder Ihre Kunden, was Sie zu dem Projekt haben. Beschleunigt in der Regel die Bearbeitung. Ja, gehen wir ein bisschen ein. Wir haben es indirekt schon gesprochen, also was man darunter versteht. Digitale Geschäftsprozesse sehr, sehr weit. Jede Digitalisierung, egal ob vom ersten Kundenkontakt, ob es zum Einkauf, zur Produktion, zur Verwaltung geht, zur Kundenverwaltung, Rechnungslegung, immer dort, wo ich sage, weg mit der Zettelwirtschaft, durchgängiger Datenfluss und halt automatisieren, dass ich zum richtigen Zeitpunkt die richtige Information habe. Entweder der Kunde, das Unternehmen oder vielleicht auch eine Maschine, die Daten braucht. Also Geschäftsprozesse wirklich sehr, sehr weit offen. Also möchtest du da noch von deiner Erfahrung dazu sagen? Ja, also vielleicht probieren Sie es wirklich bei der Einrechnung, es geht ja relativ schnell und
es gibt ja dann doch einiges, was man vielleicht an der Automatisierung sich immer schon gedacht hat, das will ich jetzt starten. Und bei den Geschäftsprozessen, da geht es ja wirklich um diese Durchgängigkeit. Da geht es um das Verknüpfen von Systemen vielleicht. Wenn Sie ein neues System anschaffen, das ihr in Ihrem ganzen Unternehmen irgendwas koordiniert, was steuert. Ich würde jetzt nicht so sehr als Klassiker nehmen, Sie kaufen sich jetzt Word und Rechen sein. Das macht jetzt weniger Sinn, sondern es soll schon was Komplexeres ein bisschen auch sein, wo Sie sich selbst überlegt hätten, das hätte ich sonst nicht eingereicht. Und oft einmal ist dann natürlich das Thema, wenn Sie jetzt sagen, Sie wechseln vielleicht auf irgendwelche Services, mit einem neuen IT-Dienstleister zum Beispiel, und es wird insgesamt was Komplexeres, dann kommt auch wieder diese Erweiterung dazu, dass vielleicht dadurch auch alles sicherer wird, und dementsprechend haben es dann auch im Bereich Security wieder einen gewissen Vorteil und können dann insgesamt ja auch von der Förderung mehr herausholen. Also auch das sollte man entsprechend nutzen können. Ich bin jetzt in der Zeit ein bisschen über ein paar Fragen drüber gefallen. Also danke, es kommen extrem viele. Eine Sache, die vielleicht an der Stelle auch wichtig ist: Können Dienstleister selbst da beantragen? Ja, aber sie dürfen in dem Bereich nichts machen. Das heißt, du als IT-Dienstleister kannst nicht in diesen Geschäftsprozessen selbst was einreichen. Umgekehrt, die Werbeagentur kann nicht jetzt digitales Marketing einreichen. Aber prinzipiell ist das Programm für alle Mitglieder der Wirtschaftskammer Oberösterreich offen. Also es ist auch nicht so gedacht, dass jetzt quasi die Firma A reicht für Firma B ein und Firma B für Firma A. Also es geht ja wirklich darum, Digitalisierung weiterzubringen, und das ist auch so dieser Mehrwert des Ganzen. Neu gegründetes Unternehmen, das ist einmal eine Frage, nämlich KMU. Also es darf nicht im Firmenverbund ein wesentlicher, also die 25% Beteiligung sein. Wenn ein Großunternehmen im Hintergrund hat, fällt es raus. Vielleicht auch noch als Ergänzung: Wenn Sie jetzt für irgendein Projekt bereits eine Förderung beantragt haben, können Sie nicht für das gleiche Projekt dann noch einmal diese Förderung beantragen. Wenn es jetzt wirklich ein größeres Projekt sein sollte, kann man natürlich eine Teilung vornehmen eines Projektes und sagen, das ist vielleicht ein Forschungsteil, das mache ich irgendwie mit einer FFG, mit einer AWS, wie auch immer, und dann gibt es aber da einen Teil, da geht es um Prozesse, da will ich da was weiterbekommen. Aber man muss es dann wirklich entsprechend aufteilen. Sie können also nicht einfach sagen, ich habe mir das jetzt schon einmal fördern lassen, jetzt reiche ich es nur bei allen anderen 10 Stellen ein. Weil da haben wir auch grundsätzlich die Unterscheidung, ich weiß nicht, ob du auf das noch eingehst, dass ja Forschung per se in Digital Data nicht erlaubt ist. Genau, das ist zum Beispiel auch jetzt in dem Selbstcheck ist das auch drinnen, dass wir hier nicht von Forschung mit ungewissem Ausgang sprechen. Da gibt es andere Programme, Easy to Innovate in Oberösterreich oder Forschungsförderung in FFG. Das ist eine Trennung. Generell, die Förderungen in Oberösterreich sind immer keine Doppelförderungen erlaubt. Aber, wie Markus gesagt hat, schlau sein und immer schauen, wo kann ich was trennen. Das kann nach unten, nach oben sein, da werden wir eh noch auf ein paar Beispiele hinkommen, gerade mit den Österreich-Förderprogrammen, die es gerade gibt. Ja, ich gehe zum zweiten Thema, digitale Markterschließung. Auch da haben wir beim Digital Starter 21 ganz, ganz weit aufgemacht. Wir haben gesagt, alles, was dazu beiträgt, mehr Kunden zu generieren, ist erlaubt. Das heißt, das könnte rein eine Homepage sein, das können Landingpages sein, das können auch diese bereits erwähnten Kampagnen sein, das kann ein Webshop sein, das kann ein Reservierungssystem sein, alle möglichen Tools, die dazu beitragen, mehr Kunden zu bekommen. Sehr individuell gestaltet, das ist uns wichtiger, dass wir nicht Standardlösungen wollen, sondern wirklich Ihre Kunden auf Ihnen zugeschneiderte Maßnahmen kriegen. Die werden entsprechend gefördert. Intelligentes Datenmanagement, der dritte Themenschwerpunkt. Ja, wir merken in der letzten Zeit immer mehr, und ich insbesondere, weil ich auch KI-Webinare mache, wir haben so viele Daten, was können wir aus den Daten machen? Und daher bewusst als Themenschwerpunkt diesmal auch gelegt, wann von dieser Ecke wer kommt. Das sollte nicht ein Selbstzweck sein, sondern es sollte mal wirklich ein Nutzen kommen, und dahinter verbirgen sich Fragen wie, welche Daten haben wir überhaupt? Sind die klar strukturiert? Wie kann ich die aufbereiten, dass ich was machen kann? In welchen Bereichen, wofür kann ich sie besser nutzen? Und halt dann auch mit welchen Tools? Und das geht von Standard-ERP-Systemen über Machine Learning-Analyse-Tools oder eben auch Datendashboards und was auch immer. Also das ist sehr, sehr offen. Aus dem Bereich kann eben ein Punkt sein über die Einflugschneise, so meines Erachtens.
Es sind da die Fragen gekommen, ob zum Beispiel ein Kunde auch ein Unternehmensberater kommen kann. Das habe ich jetzt 2-3 Mal gesehen. Aber wie gesagt, aufpassen mit dieser Überschneidung wieder. Aber natürlich auch, aber was nicht geht, was eine Frage war, kann ich als berechtigter Dienstleister mich auch selbst beraten? Also sprich, wenn ich jetzt 2 verschiedene Berechtigungen habe, einmal als Werbeagentur, einmal als etwas anderes, das geht nicht. Nein, es geht sogar so, das geht sogar noch weiter, wenn ich 2 Unternehmen habe, an denen ich wesentlich beteiligt, also diese 25%, dann ist da auch ein Ausschluss. Aber genau diese Dinge sind beim Selbstcheck zum Beispiel drinnen. Sie müssen eidesstattlich erklären, wenn Sie den Selbstcheck machen, erkennt man, dass Sie sind IT-Dienstleister. Und in dem Augenblick poppt dann auf, dass Sie eidesstattlich erklären, dass Sie in dem Bereich selbst keine Dienstleistung anbieten. Das ist immer diese Voraussetzung. Wir haben die Fragen zum Entscheidungsprozess selber bekommen. Also wer entscheidet dann, wie die Förderung, also ob eine Förderung genommen wird, wie das abläuft? Ja, einerseits, glaube ich, das habe ich jetzt eben mehrfach schon gesagt, wir haben vieles automatisiert, also die ganzen Formalkriterien werden automatisiert. Dann gibt es Themen, die sehr schnell durchgehen. Also es gibt bei uns jetzt eine Reihe von Mitarbeiterpool, die an den Bereichen, ich möchte das einmal kurz anschauen. Wobei inhaltlich, das sage ich auch immer, das Entscheidende, die größere Prüfung ist immer bei der Abrechnung, was tatsächlich abgerechnet wird, weil es macht jetzt wenig Sinn, etwas jetzt, sage ich, zu genehmigen oder nicht zu genehmigen, wenn dann ganz was anderes gemacht wird. Also die größere Prüfung, inhaltliche Prüfung, findet sicherlich bei der Abrechnung statt. Ist der digitale Starter 21 mit Erfolg Plus kombinierbar? Hast du am Anfang gesagt? Ja, ist kombinierbar, sogar empfehlenswert, gerade wenn Unternehmen noch nicht genau wissen, welche Richtung das sie gehen machen, dass mit Erfolg Plus mal diese Analyse und ein Grobkonzept, wo könnte man ansetzen. Also das ist sicherlich gut geeignet. Cybersecurity, sichere IT-Systeme, ja, umso mehr Digitalisierung, umso wichtiger ist das Thema, die Sicherheit von geschäftsrelevanten Daten. Und in dem Bereich wird wirklich alles gefördert, was technisch oder organisatorisch Sicherheitsmaßnahmen sind, um eben Cyberattacken und Datendiebstahl durch eigene Mitarbeiter zu verhindern, um eben diese IT-Security, das rausbringt, zu schützen. Wie gesagt, unter 10.000 Euro brauche ich den Bonus in Wirklichkeit nicht ankreuzen, weil ich diese Themen ganz normal im Projekt mitmachen kann, ist ja nicht ausgeschlossen. Erst wenn die Kosten mehr als 10.000 Euro sind, macht es Sinn, den Bonus anzukreuzen im Prozess. Wichtig, wenn die Vermutung da ist, dass über 10.000, dann sicher soll ich den Bonus ankreuzen, weil wenn er nicht abgeschlossen wird, wird nicht gefördert, klar. Wenn allerdings nicht beantragt wurde, dann müsste man den alten Antrag stornieren und neu stellen. Einmal ist das möglich, eine ganz, ganz wichtige Information für Ihre Kunden. Einmal kann ich im Jahr im 2021er den Antrag stornieren und nochmal neu aufsetzen. Es gelten halt die neuen Fristen von die 2 Monate zurück. Auf das muss man aufpassen. Drum an dieser Stelle sicherheitshalber am Boni dazu machen, wenn Projektkosten 10.000 Euro plus erreichen. Bei der IT-Security vielleicht auch noch, also das ist jetzt nicht nur die Firewall. Also Hans hat es gesagt, wir haben auch diese Teile drinnen, wo ich jetzt sage, organisatorisch, ich schule die Mitarbeiter, ich sage denen, wie sie mit Daten umgehen müssen, dass sie nichts nach außen geben dürfen, dass vielleicht die richtigen Mails nicht aufmachen oder die falschen Mails nicht aufmachen dürfen. Das kann aber auch etwas sein, wo ich sage, ich habe momentan noch eine relativ geringe Security und schaffe schon eine Erhöhung, indem ich jetzt im Bereich von Sicherungssystemen, von Sicherungen im Bereich von Cloud-Systemen, im Bereich von meiner Mailabsicherung etwas Zusätzliches, Organisatorisches oder Technisches mache, um im Endeffekt meine Sicherheit im Unternehmen zu erhöhen. Das heißt, nicht nur die Top IT-Security, die... Genau genommen ist uns ganz was wichtig, auf der untersten Ebene bei Digitalisierungsprojekten immer das Thema mitzudenken. Da habe ich immer gesagt, zwischen 5.000 und 10.000 Euro mitdenken und mit projektieren. Ich brauche es halt nicht extra ankreuzeln, weil es nicht notwendig ist, weil wann ich es mache, und das ist dann die Besonderheit, muss ich getrennt abrechnen. Den Boni, da muss ich wirklich so quasi die Rechnung splitten und sage, was war für die Projekt, was war für den Boni IT Security. Da brauche ich dann 2 Rechnungen. Darum macht es erst. Ist aber eh bei der Beantragung auch schon ganz so, dass klar, es die 2 ganz klar definiert, automatisiert. Es wird auch
vielleicht jetzt, weil das in dem Augenblick ja, wenn diese Drittelregelung nicht stattfindet, dann können Ihre Kunden das gar nicht absenden. Das heißt, da kommt einfach in der Vorausberechnung, ähnlich wie beim Finanzamt zum Beispiel, kommt, Sie haben nicht ein Drittel IT-Dienstleistung oder Beratungstätigkeit, also ist nicht förderfähig, das Projekt. Ja, ähnlich mit Ressourceneffizienz und Digitalisierung. Auch das ist ein Thema, was natürlich jeder Unternehmer sowieso macht. Natürlich schaut der Unternehmer, Ressourcen einzusparen. Aber wir wollen hier noch einmal motivieren, dieses Thema direkt wichtig anzuschauen und sagen, gibt es nicht irgendwelche Maßnahmen wie Remote-Störungsbehebungen, Gütertransportverringerungen, digitaler Zwilling oder eben durch Digitalisierung den Herstellprozess zu optimieren. Eine Frage, die ich jetzt einige Mal gehabt habe, ja, Nachhaltigkeit würde ja auch heißen, einen Wärmetauscher für die Abwärme reinzunehmen, und das ist nicht durch Digitalisierung. Wenn ich allerdings den Prozess so optimiere, dass ich weniger Energie brauche durch Digitalisierungsmaßnahmen, dann ist es ein Nachhaltigkeitsprojekt. Wir haben auch immer wieder Fragen zu Erfolg Plus. Ich habe es jetzt zweimal gesehen, die Frage Erfolg Plus, kann das auch für LinkedIn-Beratung verwendet werden? Das ist total offen, ja. Kann verwendet werden. Ich habe eine Frage gesehen mit einem Auge, Erfolg Plus im Nachhinein nicht beantragbar. Das heißt, dort, so wie fast alle Förderungen, ich glaube, Digital Start ist die große Ausnahme, wo das Projekt vorher schon starten darf. Bei allen anderen Förderungen, das ist aber KMU Digital, erst nach Antrag ist der Projektstart möglich. Ja, jetzt, ich habe versprochen an der Stelle, dass man nur vielleicht die ein oder andere KMU Digital Frage, wie kann ich mich als Berater registrieren lassen, sehe ich da als Frage, ist nicht notwendig. Sie sind, wenn Sie die Gewerbeberechtigung haben, in der Datei drinnen und können die Digital Starter und Erfolg Plus jederzeit machen. Fällt eine Warenwirtschaftssoftware hinein? Das ist auch eine konkrete Frage. Ja, fällt hinein. Der reine Kauf würde natürlich nicht gefördert werden. Wir haben immer wieder das 5.000 Euro Mindestkosten und Beratungskosten, IT-Dienstleistung, Individualisierung, Anpassung, was auch immer. Da in diese Warenwirtschaft in der Regel brauche ich dann eine Reihe von Schnittstellen, die ich entsprechend anpassen muss. Dann haben wir da eine andere Frage. Kann die Förderung Digital Start 21 auch für landwirtschaftliche Nebengewerbe beantragt werden? Nein, es ist eine Mitgliedschaft der Wirtschaftskammer Österreich möglich, notwendig, aktive Mitgliedschaft. Das wird auch bei der Abrechnung nochmal überprüft. Das heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel noch aktives Mitglied ist und er würde dann die Mitgliedschaft ruhen stellen, dann kriegt er die Förderung nicht ausbezahlt. Dann eine Frage zu digitalen Geschäftsprozessen, fallen da auch Schulungen und Trainings auf digitaler Basis drunter? Naja, da komme ich ein bisschen auf dünnes Eis. Es ist Beratung, individuelle Beratung und förderfähig, klassisch Schulung nicht. Da kommen wir aber dann hin zu einem Programm, wo man Schulungen wirklich reinfördern kann mit 80%, also höher wie bei uns. Ja, ich mache vielleicht ein bisschen weiter. Oberösterreich-Förderung. Es gibt, glaube ich, noch viele Fragen. Wir werden da im Nachgang sicherlich einiges noch beantworten. Ich möchte trotzdem ein bisschen die beiden Österreich-Förderungen auch noch erwähnen. Einerseits eben das AWS E-Commerce-Förderung, wo 10 Millionen, glaube im Februar ist das geöffnet worden, bis 31. Oktober theoretisch offen. Ich glaube nicht, dass so lange offen wird. 20% Förderquote für Projekte zwischen 3.000 und 60.000 Euro. Jetzt sage ich 40% bei uns, 20% dort, also es macht wenig Sinn für unsere Unternehmen, das einzureichen, außer, großes Außer, wenn die zwischen 3.000 und 5.000 Euro, das heißt, wir haben ja 5.000 Euro, dort kann ich schon Projekte ab 3.000 einreichen und kriege Förderung ihrer Kunden. Und da kommt das, was du schon mal gesagt hast, nämlich wenn es jetzt Förderprojekte über 25.000 Euro in Oberösterreich beide Boni, 10.000 Euro Förderung, ist ja das Ende. Wenn ich das sauber trennen kann, dann kann ich natürlich sagen, okay, einen gewissen Bereich Geschäftsprozesse mache ich über einen Digital Starter und den Bereich E-Commerce mache ich dann dort. Aber wichtig, nicht ein Projekt dann bei beiden einreichen, ja. Das geht nämlich nicht, sauber bei Doppeleinreichungen. Sauber trennen, genau.
Ja, das Thema ist eh, wie halt bei AWS, aktivierungspflichtige Neuinvestitionen, materiell oder immateriell. Ich habe da einen Auszug noch reingeschrieben, was ist nicht förderbar. Keine Ersatzinvestitionen, das ist auch beim Digital Starter nicht. Also man kann nicht PCs, Tablets, Smartphones, Drucker und dergleichen. Also das verstehen wir nicht mehr unter Digitalisierung. Reine Aktualisierungen von Websites ist beim E-Commerce auch außen. Und es ist eben diese Suchmaschinenwerbung dort auch nicht gefördert. Wir haben jetzt die Frage reinbekommen, werden Online-Shops gefördert? Natürlich. Ja, werden gefördert. Muss aber kein Online-Shop, es werden auch Reservierungssysteme, keine Ahnung, Friseure, die sagen, ich will Terminvergaben automatisieren und so weiter. Also das ist alles da. Ja, KMU Digital gibt es jetzt auch wieder. Viele von Ihnen werden die Förderung natürlich eh gut kennen. Sie hat sich ja nicht wesentlich geändert. Einerseits die verpflichtende Beratungsförderung mit bis zu 3.000 Euro aus 4 Themenbereichen, die da sind. Entweder die Status- oder Potenzialanalyse, 80% mit 400 Euro begrenzt. Oder eben die Strategieberatung, 50% mit 1.000 Euro Förderung begrenzt. Und dann im Anschluss gibt es eben die Umsetzungsförderung bis zu 6.000 Euro mit 30%. Da gibt es jetzt eben diese Besonderheit und das wird immer wieder, ich merke das, in vielen Telefonaten verwechselt. Dort müssen die Berater tatsächlich entsprechend zertifiziert sein bei der Insight, die eine Schulung haben und ein aufrechtes Zertifikat, weil das ist ja für ein paar Jahre, glaube ich, hat man das noch. Genau. Die Berater, die dort mitmachen, müssen sich immer wieder rezertifizieren lassen und müssen damit beweisen, dass sie in dem Bereich immer wieder Projekt gemacht haben. Gleich vorweg, es ist eigentlich nur eine Zertifizierung dafür erforderlich, sprich jetzt gerade an diejenigen, die jetzt überlegen, beratend auch diese Förderungen anbieten zu können. Das heißt, Sie können jetzt bei der Insight, www.insight.at, so eine Zertifizierung machen. Und wenn Sie in der Vergangenheit mehr Projekte in dem Bereich schon umgesetzt haben, also wirklich Erfahrung haben, dann stellen Sie diese Projekte vor Experten vor. Und das ist halt so ein Gremium, wo das dann entsprechend relativ schnell geht. Also wenn Sie eine Expertin, eine Experte sind, dann sind Sie relativ schnell auch hier zertifiziert, müssen sich allerdings nach gewissen Zeiten wieder rezertifizieren lassen und beweisen, dass Sie in der Zeit wieder Weiterbildungsseminare besucht haben, dass Sie in der Zeit neue Projekte gemacht haben. Also auch weil wir viele eben dabei haben, die das genau, auch überlegen genau zu machen. Und das, wir haben es da ja aufgelistet, es gibt eben diese 4 Bereiche dort, Geschäftsmodelle, Prozesse, der CDC, der E-Commerce, Online-Marketing, CISI, ja, IT, Cybersecurity und digitale Verwaltung. Da jetzt die Frage, weil das ist mir noch gar nicht unterkommen, ist das öffentliche Verwaltung, weil der Begriff des Beraters ist ja Certified Digital Public Administration Expert. Ja. Also dafür wurde es auch ursprünglich gemacht. Ich muss jetzt sagen, das ist die einzige, mit der ich mich selber noch nicht beschäftigt habe. Das heißt, die Frage müsste ich sogar dir im Nachhinein nur Informationen liefern. Bei den anderen kann ich es konkreter sagen und da ist vor allem auch wichtig, die sind nicht überschneidend. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der CDC ist, also Certified Digital Consultant, dann kann der keine E-Commerce-Projekte beantragen, sondern also durchführen. Das kann dann wirklich nur derjenige, der diese E-Commerce- und Online-Marketing-Zertifizierung hat. Bei IT-Security, also bei dem CDISE, da geht es wirklich darum, das sind dann ausgewiesene Datenschutz- oder IT-Security-Experten, die von beiden auch eine entsprechende Ahnung haben und wo sie jetzt zum Beispiel dann auch DSGVO-Problematiken lösen können. Die Beratung ist im KMU Digital eben verpflichtend in diesem Projekt, wo, also in diesem Thema, wo die Umsetzung stattfindet, zumindest diese 400 Euro 80% Beratung. Wenn die abgeschlossen wurde und auch die Förderung ausgezahlt, dann kann man in die Umsetzung gehen und dort gibt es eben 30% für Projekte ab 3.000 Euro. Bis zu 30.000 Euro gehen sie auf die Projekte, wobei natürlich dort der Prozentsatz geringer wird, weil es ja mit 6.000 begrenzt ist. Das mit 30.000 ist aber auch ganz wichtig, wenn nämlich ein Projekt jetzt 32.000 Euro ausmachen würde und sie reichen das ein, wird es abgelehnt, weil es zu teuer ist. Ja? Also sprich, im Optimalfall ist ja ein Projekt irgendwo so zwischen 20.000 und 30.000 und dann können sie eben das Maximum an Förderquote da rausholen. Auch wichtig, das baut aufeinander auf. Ich weiß nicht,
wenn Sie jetzt quasi diese Umsetzung, sagen Sie, ich brauche eh nur die Umsetzung, ich weiß eigentlich schon genau, was ich haben will, muss trotzdem vorher eine Beratung gemacht werden. Und das kann entweder eine Potenzialanalyse sein, das ist so etwas, wo man 50 oder mehr Trendfelder durchgeht, wo der Berater mit dem Kunden oder der Kundin Trendfelder durchgeht, in dem das Unternehmen sich vielleicht weiterentwickeln könnte. Also das könnte jetzt IoT sein, das kann irgendwas im Bereich Datenschutz sein. Und diese Trendfelder muss man durchgehen, da wird dann ein Abschlussbericht geschrieben und nach dem Abschlussbericht kann erst die Umsetzungsförderung beantragt werden. Vorher ist die Beantragung der Umsetzungsförderung nicht möglich. Genau. Die zweite Möglichkeit, wenn Sie keine Potenzialanalyse machen, ist eine größere Beratung, eine Strategieberatung. Da sind bis zu 1.000 Euro Förderung abholbar bei 50% Förderquote. Das heißt, da muss Ihre Kundin dann 2.000 Euro insgesamt zahlen, bekommt 1.000 Euro. Und er kann sogar mehr Bereiche machen, dass er in Summe 3.000 Euro Förderung kommt. Also er kann 3 von diesen 4 Strategieberatungen machen. Genau. Möglichkeit. Ganz, ganz wichtig, nur dann kommt es zur Umsetzung. Auch da wieder dieser Tipp, wenn kombinierbar, von Haus aus keine Doppelförderung, aber natürlich kann man Projekte schön trennen, kann sagen, das ist für mich als Oberösterreich, das tue ich bei Digital Start 21 einreichen und den Bereich reiche ich jetzt bei Camo Digital ein. Aber für uns immer ganz, ganz wichtig, eine saubere Trennung. Ich sage das, es ist jetzt schon, aber in der Abrechnung noch viel mehr. Es wird eine eidesstattliche Erklärung, dass die Angaben stimmen. Und unser Jurist im Haus hat uns halt erklärt, eidesstattliche Erklärung hat heute auch zur Folge, dass Falschangaben nicht nur dazu führen, dass man die Förderung zurückführen muss, sondern dass das auch Straftatbestand ist. Also wir sind sehr, sehr offen in dem Programm. Wir wollen aber natürlich auch, dass genau das, was gemacht wird, aber mitgeteilt wird und entsprechend gefördert wird. Da ist eine Frage zur Zertifizierung gekommen. Eine Zertifizierung setzt aber voraus, dass bereits Projekte nachgewiesen werden können. Für Neugründer ist dies etwas schwierig nachzuweisen. Ist hier eine Änderung geplant? Naja, also da geht es schon auch ganz stark darum, dass diejenigen, die das umsetzen, entsprechend eine Expertise in der Beratung nachweisen können. Wenn es jetzt ein Neugründer, eine Neugründerin ist und der diejenige vielleicht vorher in einem Unternehmen tätig war, wo Beratungsleistungen durchgeführt werden können, und wenn man diese Kompetenz, die man aus dem Vorunternehmen, wo man vielleicht als Angestellter drinnen war, wenn man die nachweisen kann, dann ist es kein Problem. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel frisch von einer Universität gekommen sind oder frisch von einer HTL zum Beispiel, dann ist das nicht ausreichend, weil man bewusst sagt, man will Leute haben, die in der Praxis schon waren, die Praxisprojekte schon umgesetzt werden und die im Nachhinein hier beraten. Also das muss man vielleicht hier etwas unterscheiden. Danke. Ja, eine Frage, die ich auch sehe bei Erfolg Plus, also die 750 Euro mal 2, also 50% sind 1.500 Projektkosten, natürlich darüber hinaus auch, aber die Grenze von 750 zieht halt dann. Die gleiche Frage, da kommt auch eine Frage zum Digi-Projekt. Wenn das Projekt größer 10.000 Euro ist und nicht Digi-Bonus beantragt werden soll, ist das ein Problem? Ist kein Problem. Wir haben keine Obergrenze. Also wir haben dieses 30 oder so wie Digital Start, da haben wir nicht. Also rein theoretisch könnte ein Projekt mit 100.000 Euro reinkommen, weil wir die Grenze bewusst aufgemacht haben. Wenn er keine Boni hat, dann hat er halt nur 10.000, kriegt er für die 100.000 Euro 4.000, sind halt nur 4% und nicht 40. Wobei, an der Stelle würde ich sagen, Projekte, die 20.000 Euro Digitalisierungsprojekte oder mehr ausmachen, sollte der Boni zum Zug kommen. Also das wirklich nicht längst liegen lassen. Zu KMU Digital gab es noch die Frage, wo finde ich die Liste der jeweils zertifizierten Berater? Gibt es jetzt zwei verschiedene Wege. Einmal können Sie sich die gesamte Liste anschauen auf www.insight.at. Da können Sie jeweils nach einem Berater, einer Beraterin suchen, oder aber Sie steigen einfach direkt auf www.kmudigital.at ein und gehen dann auf Beratungsförderung oder auf Potenzialanalyse und dann, wenn Sie dann, da können Sie suchen direkt. Genau, das ist nach Personen, beziehungsweise kann ich dort da regional suchen. Das heißt, da kann ich sagen, ich war am Linz und dann wird im Umkreis alle, die zertifiziert sind für das Thema. Also kann ich eine regionale Suche starten, das genau. Für ihre Kunden. Zusätzlich für alle Beraterinnen und Berater gibt es natürlich
Genauso wie für IT-Unternehmen gibt es natürlich auch noch unsere oberösterreichweite Plattform mit www.hatlex.at. Das dürfen wir nicht vergessen, dass es uns braucht. Ja, zwei Themen noch, also die Zeit ist ja schon stark fortgeschritten. Diese ehemalige Digitalisierung-Check, jetzt Digital Marketing-Check von Go International. Bitte, das ist jetzt wirklich wichtig, gerade beim Digital Starter 21 in dem Bereich Geschäftsprozesse, wenn ich das Ausland, Geschäftsprozesse, Markterschließung, wenn ich jetzt im Ausland oder an Ihre Kunden auch im Ausland vorhaben, einen Marktauftritt zu optimieren und digitalen, dann von Haus aus sauber trennen. Weil Sie haben dort die Möglichkeit oder Ihre Kunden die Möglichkeit, für ein zielbezogenes Online-Marketing bis zu 7.500 Euro zu bekommen. 50% sind es. Suchmaschinenoptimierung, Online-Marktplatz-Werbung, Social-Media-Marketing, Influencer-Kampagnen, also da ist wirklich sehr, sehr viel drinnen. Übersetzungen, die Agenturbetreuung ist auch mit dabei. Es können drei Anträge gemacht werden. Bis Ende 22 ist das jetzt offen, das Programm. Immer hintereinander, das heißt, es muss ein Antrag abgeschlossen werden, abgerechnet werden, dann ist der nächste möglich. Und es können drei Zielländer pro Antrag zusammengezogen werden. Also das bietet sich oft im sprachlichen Bereich an, also spanischen Markt erschließen. Wichtig, Österreich ist nicht dabei. Also es ist wirklich fürs Ausland gedacht und für den Auftritt. Und genauso sind nicht interne Leistungen gedacht. Also nicht jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel ein IT-Unternehmen, eine Werbeagentur ist, die ins Ausland geht, da können es nicht die eigenen Kosten anreichen. Genau. Immer externe Kosten, die da gefördert werden. Neu, das hat es im alten Programm nicht gegeben, ist nämlich die Kombinierbarkeit mit dem Internationalisierungscheck. Früher hat man so gesagt, ich gehe digital oder ich gehe real ins Ausland. Jetzt ist auch die AWO, Go International, und sagt, na, das kann beides parallel stattfinden. Darum auch beide Checks parallel beantragbar. Das ist, glaube ich, auch die Besonderheit, was da jetzt neu ist. Ja, eine Förderung habe ich noch von der FFG, ein Call, der aktuell offen ist, bis Ende des Jahres fast, 15.12., auf das da genug Geld da ist, Digital Skills Check. Da geht es darum, dass KMUs, kleine und mittlere Unternehmen, die digitale Kompetenz der Mitarbeiter erhöhen. Und dazu gibt es eben diesen Check, 1.000 Euro pro Mitarbeiter, 10 Mitarbeiter sind schulbar, sage ich jetzt einmal. Das heißt, es gibt bis zu 10.000 Euro, das sind 80% der tatsächlich auftretenden Kosten. Also das ist für kleine Unternehmen wirklich eine sehr attraktive Möglichkeit. Es ist im Bereich E-Commerce, Social Media, IT-Management, Cloud-Sicherheit, Datenservice, Automatisierung, Mechatronik. Also es ist sehr, sehr breit. Jede Schulungsmaßnahme von Mitarbeitern ist da förderbar, eben mit diesen 80% und auf 1.000 begrenzt. Wer kann diese Schulung machen, das ist vielleicht noch entscheidend, zertifizierte Bildungseinrichtungen der Erwachsenenbildung, Unis, FHs, die Digital Innovation Hubs sind da auch dabei, COMET, Kompetenzzentrum, Forschungseinrichtungen. Das heißt, eine klassische Schulung, die ein Berater für seine Mitarbeiter gibt, ist nicht drinnen. Um gleich eine Frage da vorwegzunehmen. Ja, eine Reihe von Förderungen. Sie bekommen ja diese Slides, ich habe versucht, alles immer mit Links zu hinterlegen. An dieser Stelle darf ich vielleicht zwei Dinge nochmal besonders hinweisen. Einerseits unsere Landingpage vom Service Center wco.at/oe/digitalisierungsförderung. Dort versuchen wir wirklich immer die aktuellen Digitalisierungsförderungen so aktuell wie möglich zu halten und haben auch die Links zu den entsprechenden Landingpages. Dort gibt es für Österreicher, aber auch die österreichweiten Förderungen eine gute Übersicht. Dann gibt es eben wirklich beim Digital Starter den Aufruf von Markus, möchte ich nochmal wiederholen. Schauen Sie einfach auf die Homepage digitalstarter21.at. Wir haben dort versucht, das sehr, sehr gut zu erläutern. Auch der Anmeldeprozess ist sehr digitalisiert und selbsterklärend. Denkt, da sollten Sie sich und Ihre Kunden auch gut zurechtfinden. Gerade bei den FAQs kann man auch die entscheidenden Fragen im Vorfeld. Ein paar Minuten dürfen wir überziehen. Ja, ein Slide haben wir
du die jetzt? Okay, ja. Dass wir das noch vielleicht ganz kurz sagen. Investitionsprämie hast du schon kurz erwähnt. Also die ist jetzt nicht mehr drauf, um jetzt noch zu beantragen, sondern da geht es wirklich um diejenigen, die gesagt haben, sie haben es beantragt. Aber das steht immer noch im AWS-Portal drinnen in Bearbeitung, aber nicht genehmigt. Ja? Also nicht schockieren lassen, da kann noch was kommen. Das kann Ihnen noch entsprechend genehmigt werden und eigentlich soll es auch so sein. Soll sich vom Geld her alles ausgehen. Es steht der Vollständigkeit halber hier auch die Forschungsprämie noch drunten mit 14%. Forschung klingt jetzt so, wie wenn es wirklich irgendwas Hochwissenschaftliches sein muss. Das muss es nicht sein. Da geht es wirklich auch um Entwicklung, also um experimentelle Entwicklung. Wenn Sie selber sagen, ich habe mir einen Prototypen für irgendwas gebaut, ich baue mal irgendwas Neues auf, dann können Sie diese Kosten auch ansetzen. Und die hat den großen Vorteil, das ist eine Prämie. Das heißt, eine Prämie kann man zusätzlich zu einer Förderung beantragen, also im Nachhinein beantragen, das machen Sie dann gemeinsam mit einem Berater, einer Beraterin, die Ihnen vielleicht bei den Texten hilft oder auch im Zusammenhang mit Ihrer Buchhaltung entsprechend, dass hier auch die entsprechenden Formulare ausgefüllt werden, dies braucht es, die beim Finanzamt abgegeben werden können. Der große Vorteil ist, es sind 14% auch für große Unternehmen. Jetzt gerade, weil wir auch die Ingenieurbüros drinnen haben, die vielleicht ein ganz großes Projekt mit irgendjemandem machen, da ist es sehr, sehr häufig so, dass dann ein Teil prototypisch erarbeitet wird und hier können Sie sich 14% holen aufs Material, auf die ganzen Anlagen, sogar auf Gebäude, auf alles rundherum und auch auf die Mitarbeiterkosten. Das heißt, da reden wir wirklich von Riesensummen, die abholbar sind. Da ist auch der Overhead im Prinzip einrechenbar. Genau, und die Beschreibung ist relativ kurz, weil ein Projekt hat nur 3000 Zeichen zum Beschreiben. Allerdings der große Nachteil, muss man auch dazu sagen, Sie müssen in diesen 3000 Zeichen schon sehr kompakt darstellen, was Sie machen. Das heißt, wenn Sie das erste Mal machen, würde ich mir zumindest irgendwo Hilfe holen. Ich möchte nur an der Stelle betonen, eben, weil du gesagt hast, Prämie, auch die AWS-Investitionsprämie, weil viele haben ja noch beantragt, gilt dem als Prämie und ich habe mehrfach gesagt, in Oberösterreich ist keine Doppelförderung gewünscht. Das ist keine Förderung, das ist eine Prämie. Das heißt, add-on zu den 40% gibt es im besten Fall bei der Digitalisierung auch die 14%, denen sie bereits beantragt wurden. Genau, ergänzend gibt es natürlich auf den Seiten ffg.at oder aws.at eine große Anzahl an Förderprogrammen, wobei gleich mal vorweg, man muss auch bei diesen Förderungen immer damit denken, da ist ein Kampf um das Geld in jeder Form. Ja? Also es ist nicht so, dass jeder Antrag gefördert wird, auch wenn Sie vielleicht glauben, dass der Antrag gut ist, kann es ohne weiteres so sein, dass die Jury, die das anschaut, in dem Moment sagt, ich habe 30 Projekte zur Auswahl, nur für drei habe ich das Geld. Das heißt, da kann ein Risiko damit verbunden sein. Wir hoffen natürlich, dass die Gelder noch aufgestockt werden. Jetzt gerade AWS Digitalisierungsförderung, ein Riesenprogramm, wo es wirklich mehrere hunderttausend Euros mit einer guten Förderquote zum Abholen gab. Momentan ist es noch nicht da, aber es hat geheißen, es hat Anzeichen gegeben, dass da wieder was kommt. Dementsprechend werden wir Sie auf dem Laufenden natürlich halten, wenn da was kommt. Das heißt, es ist nämlich oft die Frage auch, naja, ich habe so ein Riesenprojekt, bringen mir da die 6.000 Euro was oder die 10.000 Euro was, die ich mir vielleicht irgendwo abholen kann. Ja, auf alle Fälle, Sie können damit erste Schritte gehen, Sie können vielleicht damit schon ein ganzes Projekt auch umsetzen und es ist eine tolle Möglichkeit, einen tollen Einstieg zu machen. Darüber hinaus, wenn Sie jetzt gerade ein Industrieunternehmen vielleicht als Kunden haben, dann wirklich auch die Homepages der größten österreichischen Förderungsagenturen anschauen, weil hier gibt es teilweise sehr, sehr große Projekte zum Abholen. Sehr zu empfehlen auch zum Beispiel FFG Projektstart, ganz niederschwellig einzureichen und einige tausend Euro, um das Einreichen eines Antrags bereits gefördert zu bekommen. Ja, ganz, ganz wichtig, also diese Förderprogramme oder auch, was wir immer wieder, Patentcheck und so weiter, Markencheck. Also es gibt viele Förderprogramme. Wir haben da jetzt versucht, einfach KMU-Förderungen zu präsentieren. Und halt schwerpunktmäßig die oberösterreichischen, weil, glaube ich, das Programm, das, und das darf man sagen, mit 8 Millionen dotiert ist, der Digital Starter doch für Oberösterreich ein sehr großes Programm ist. Wenn man AWS E-Commerce anschaut, 10 Millionen für ganz Österreich. Ja, also da muss man wirklich sagen, Oberösterreich ist da wirklich Vorreiter, was das angeht, und haben im Verhältnis sehr, sehr, sehr tolle und sehr gut dotierte Förderprogramme. Und da müssen wir sehr stolz sein, eigentlich auf das, wie hier die Priorisierung bei den entscheidenden Stellen gesetzt worden ist.
Ja, wir haben schon ein bisschen überzogen. Ich denke, wir hören jetzt auf und sagen danke für reges Interesse, für die vielen Fragen. Wir haben nicht alle Fragen beantwortet. Nicht mal annähernd leider. Ja, es sind viele Fragen, die sich wahrscheinlich ein bisschen überschneiden. Ich werde mir das sicherlich antun, auf entscheidende Fragen noch zu antworten. Beziehungsweise werden wir vielleicht die ein oder andere auf den FAQs, was den Digital Starter betrifft, dort einfach ergänzen und dort beantworten, wenn es häufiger stattgefunden haben. Ich darf einen kurzen Satz noch sagen, ist mir jetzt einfach hereingestochen, die UBIT-Förderung gibt es natürlich noch, weil das gerade auch eine Frage war. Ja, wunderbar. Markus, danke. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, Sie haben dann einen Nutzen, wenn Sie Fragen haben, Hans Baldinger, bin ich erreichbar in der Wirtschaftskammer. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Wenn es irgendwelche Fragen an mich gibt, auch jederzeit direkt an mich wenden. Ich freue mich drüber. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Wiedersehen.